euch auf Tabakchairs. Ich war ohne Mikro. Guten Abend, ich bin der Verleger Roello. Zufällig kam das so, ich habe von der FM an Ostern, ich habe mich gefragt, ob ich ein paar Bilder hier mal für die Zeit gibt. Und da habe ich zufällig den Ello mir mit rausgesucht. Da wusste ich noch gar nichts von seinem Buch. Und er hat mich dann irgendwann mal gefragt, wie man so ein Buch rausbringt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht für Leute. Und deshalb sind wir jetzt hier mit seinen Gezeitensieb. Die Besonderheit ist, es wird von BOD gedruckt, Books on Demand. Das heißt, es wird immer dann gedruckt, wenn jemand eins bestellt. Und da haben wir jetzt hier eine Besonderheit. Das muss ich jetzt erzählen. Es ist nicht wie Nutella, wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. Wir haben hier den Elmo sein Buch. Und das Buch, das hat jemand über Amazon bestellt. Das ist völlig anders. Nicht nur vom Layout, sondern auch vom Inhalt. Das hat eine Frau so einen erotischen Porno geschrieben. Und der Kunde hat den Elmo zum Glück gekannt und gesagt, hier, was hast du da geschrieben? Soll ich dir mal den ersten Satz vorlesen? Und da habe ich jetzt bei Facebook ein Ding draus gemacht, weil der erste Satz in einem Buch immer das Wichtigste ist. Die Magie des ersten Satzes. Und da habe ich jetzt gefragt, welchen Satz der Elmo heute wohl vorliest. Aber er hat gesagt, nein, das liest er nicht. Das werden wir mal, ihr könnt da mal reingucken, aber das brauchen wir dann vor Gericht für eine Schadensersatzklage. Ansonsten, wenn euch das gefällt, machen wir hier ein paar Mängelexemplare, die sind nicht so gut beschnitten. Das gibt es für 8 Euro und das andere Buch gibt es regulär für 15,90. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist schon leid. Okay. Ich dachte mir, ich habe ja keine Ahnung, wie eine Lesung macht, weil ich habe eigentlich war noch nie auf einer Lesung. War irgendjemand schon mal auf einer Lesung? Ja. Ja, hallo. Also dachte ich mir, ich gebe den Begriff Lesung jetzt eine vollkommen neue Bedeutung. Ähnlich, dachte ich mir das. Und singen einfach mal ein blödes Lied. Have I told you lately that I'm have I told you there's no one else?
heart with tenderness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Soll ich das Buch jetzt in Aschebecherisch lesen oder in Hochdeutsch? Aschebecherisch? Ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Niedersachsen und kann immer noch Hochdeutsch. Das ist doch gut. Alles schwierig. Mich versteht da auch kein Mensch. Also. Ich schon. Du bist ja aus dem Emsland, das ist ja gar nicht Niedersachsen. Nun gut. Der berühmte erste Satz ist irgendwie, das ist immer problematisch. Ich habe mal gelesen, der beste erste Satz wäre gewesen, nennt mich Ismail. So wollte ich das Buch eigentlich anfangen, aber das gibt es schon, komischerweise. Kein Mensch weiß warum. Ist so. Deshalb musste ich den Satz irgendwie länger machen als nennt mich Ismail und deshalb habe ich jetzt angefangen mit einem saumäßigen Satz. Und ein saublöd verschachtelter Satz im Übrigen. Also, ich hoffe, ihr versteht den, also ich bin jetzt, ich mache erstmal den Test. Das Buch fängt also so an. Das erste Kapitel lautet: Der Findling findet ein Zuhause. Und der erste berühmte Satz lautet folgendermaßen: In einer Welt, die der unsrigen zwar sehr ähnlich, die jedoch einem Erdenbürger, der sich unverhofft dort wiederfinde, wenn dieser zum Beispiel durch ein Galaxientor, ein schwarzes Loch oder auch nur durch das Betreten eines verzauberten Kleiderschranks dorthin befördert werden würde, äußerst seltsam und fremdartig vorkäme,
wuchs ein kleiner Junge unter schwierigen Umständen heran. Punkt. Ja, hat funktioniert. Soll ich die Punkte mitsprechen? Lang können wir Pause machen. Der Schauspielprofi war uns ein Heiler, da ist nichts mehr passiert. Simon war ein Waisenkind. Jedoch hatte man ihn keineswegs am Ufer eines Flusses ausgesetzt in einem Weidenkorb aufgefunden. Auch hatte er keinerlei Ringe, Siegel oder andere Utensilien bei sich, welche auf eine hohe Abstammung oder ein geheimnisvolles Schicksal hinweisen würden, wie es schon oft bei derlei Angelegenheiten beschrieben wurde. Auch stolperte keiner über das plärrende Bündel Menschlein auf den Stufen zur Domkapelle, um den dort ansässigen Pfaffen auf zarte Weise an seine Vaterpflichten zu erinnern. Keine Himmelschöre erschollen und keine Blitze zuckten übers Firmament, um Aufmerksamkeit zu erregen, wie es zur Errettung eines zukünftigen Heldenkönigs oder großen Kompositeurs doch vorgeschrieben zu sein scheint. Nicht einmal ein vereinzelter, missratener Fanfarenton war erklungen, um dieses schicksalhafte Begebnis auf feierliche Weise hervorzuheben. Nur aus einem offenen Fenster heraus drang der schiefe Klang einer Ziehharmonika an das Ohr der Gestalt, die durch den Regenvorhang hindurch nach Hause lief. Elvira fand den Knaben in einen alten Lappen gewickelt, greinend hinter einem leeren Bierfass, das zur Abholung bereitstehend vor einer schlecht beleumundeten Taverne abgestellt worden war. Noch Jahre später erinnerte sie sich mit einem Frosteln an die graue, regnerische Nacht in einem grauen, verregneten Monat August, eines Sommers, der diesen Namen nicht verdient hätte. Die Tropfen drehten Pirouetten auf den schlammigen Pfützen. Rinnsale plätscherten eifrig die Straßen entlang und die Kirchturmuhr läutete ganz in der Nähe gerade die Mitternachtsstunde ein, als sie ein leises Wimmern zu vernehmen glaubte. Durch dieses Geräusch aufmerksam geworden, versuchte Elvira die Richtung zu bestimmen, aus der es zu kommen schien, was sich wegen des prasselnden Regens als keine leichte Aufgabe erwies. Auch schien das Gejammer plötzlich aufgehört zu haben. Wahrscheinlich nur eine arme, verirrte Mieze, dachte Elvira gerade, als das Weinen erneut an ihr Ohr drang. Keine Miezkatze, dachte sie noch, als sie hinter den Fässern zu stöbern begann. Vielleicht eher ein Hündchen. Doch als sie mit spitzen Fingern einen schmutzigen Lappen anhob, blickten ein paar strahlend blaue Augen sie angstvoll an. Der Knabe, den sie dann nackt in dieser elenden Lage aufgefunden hatte, konnte allerhöchstens 4 Jahre alt sein, die sie sofort erkannte. Obwohl in diesen Augen etwas lag, wie ein uraltes Wissen. Elvira hätte dies nicht näher beschreiben können, hatte aber dieses Empfinden. Aufgrund der Erfahrung als Tante dreier Töchter ihrer fruchtbareren Schwester konnte sie das Alter des Kindes auf der Stelle recht genau bestimmen. Verstohlen blickte sie Elvira an allen Seiten um. Niemand schien zu dieser Stunde bei diesem Wetter noch unterwegs zu sein. Keiner da, der sie beobachten würde. Kurzerhand schnappte sie sich das Bündel, drückte es fest an ihre Brust und verbarg es unter ihrem dicken, warmen Mantel, den sie vor einigen Tagen wegen des miserablen Sommers wieder aus dem Keller geholt hatte und der daher stark nach Mottenpulver roch, was den Jungen jedoch nicht zu stören schien. Elvira hatte sich immer schon ein Kind gewünscht. Jetzt im reiferen Alter von 42 Jahren schien das kaum mehr möglich zu sein. Irgendwie hatte sie nie den richtigen Mann für ein solches Unternehmen finden können. Das lag entweder am verantwortungslosen Verhalten ihrer Männerbekanntschaften, die allerdings auch nicht alle so zahlreich waren, oder aber an ihrem Aussehen, wie sie sich immer wieder einredete. Man hätte sie zwar auch in jüngeren Jahren beileibe nicht eine Schönheit nennen können, doch besonders hässlich war sie nun beileibe nicht. Ihre vollen, dunklen Locken, die sie meist unter einer grauen Haube versteckte, und ihre üppige, vollschlanke Figur hätten durchaus in der Männerwelt noch Aufsehen erregen können. Auch jetzt, in diesem hohen Alter, auf das zu berufen sie nicht müde wurde, hätte man aus ihr mit etwas Farbe und ein wenig modischem Schnickschnack durchaus etwas machen können. Doch sträubte sie sich seit Jahren vehement dagegen, wenn ihre um 2 Jahre jüngere Schwester solcherlei Vorschläge machte, sodass diese ihr Unterfangen mittlerweile gänzlich aufgegeben hatte. Da sehe ich aus wie eine dahergelaufene Bordsteinschwalbe, war noch der mildeste Kommentar Elviras gewesen, wenn sie Bilder wieder an mit Rouge und Puder experimentiert hatte. Jetzt schien sich ihr Herzenswunsch doch noch zu erfüllen.
Jedoch war sie sich sofort darüber im Klaren, nicht einfach so ein Findelkind ins Haus nehmen zu können. Man hatte sich in solchen Fällen zuallererst an die Behörden zu wenden, die dann entweder die leibliche Mutter finden mochten oder aber über den weiteren Verbleib des Kindes zu bestimmen haben würden. Mit höchster Wahrscheinlichkeit würde es dann in einem Waisenhaus landen, was in diesem Land gleichbedeutend war mit einem Arbeitslager. Sobald die Kleinen ins schulfähige Alter kamen, wurden sie nicht etwa unterrichtet wie die übrigen Kinder ihres Alters, sondern mussten von früh bis spät die große Wäschemangel drehen, in den Bergwerken, in den vorderen engen Stollengängen Pickel schwingen oder andere Arbeiten verrichten, für die sich ansonsten niemand fand. Besonders da Zwerge auf dem Kontinent selten geworden waren und die letzten ihrer Art von den Herrscherfamilien gerne als Festnamen gehalten wurden. Ein solches Schicksal wollte Elvira dem Kleinen auf alle Fälle ersparen. Doch wie sollte sie dies anstellen? Blitzartig spielte sie die verschiedensten Möglichkeiten im Kopf durch, wovon die allermeisten jedoch auf der Stelle wieder verwarf. Man konnte ja nicht plötzlich einen vierjährigen Buben herumzeigen und dessen Auftauchen mit einer leicht verzögerten Schwangerschaft erklären. So lange trägt nicht mal eine Elefantenkuh ihr Junges aus. Die Geschwüse natürlich sofort die verschiedensten Fragen aufwerfen. Irgendwann würde ein solcher Vorfall sich aber herumsprechen und dann könnte sich doch noch die hiesige Beamtenschaft für den Fall zu interessieren beginnen. Nein, ganz so einfach würde das nicht zu machen sein. Auf jeden Fall müsste ihre Schwester eingeweiht werden und ohne diese wäre wohl gar nichts auszurichten. So fängt dieses Buch quasi an. Und jetzt wächst der Junge auf bei Onkel Wilhelm, aber dann kommt er wieder zurück in die Stadt, da ist er aber schon 12. Und in dieser Stadt stimmt irgendwas nicht. Es ist was faul, denn ich schreite Hallgard. Nun ein Begebnis aus der Jugend des Helden. Wo ist der Regisseur? Da kommt ein Theaterstück vor. Möchtest du den Impresario machen? Nein. So war die Stimmung der Bevölkerung heuer am Frühlingsmarkt nicht gerade die allerbeste. Hinzu kamen auch die Nachrichten über die zunehmende Zahl von Seuchenopfern. Es waren zwar immer noch nicht allzu viele Familien hiervon betroffen, doch die ohnmächtig agierende Ärzteschaft, die keinerlei Mittel gegen die Krankheit zu finden in der Lage war, und der Tod des alten Hjalmar trugen nun auch nicht zu einer ausgelassenen Stimmung unter den Bürgern von Hallgard bei. Dennoch hatte sich bis zum Nachmittag eine Menge Menschen auf dem Schlossplatz eingefunden. Die Kapelle spielte die neuesten Schlager und nach dem Genuss von ein paar Gläsern begannen die Bürger doch noch aufzutauen. Man fing an, zu dem Rhythmen der Kapelle zu tanzen, die unaufhörlich ihr anscheinend etwas schmales Repertoire herunterleierte, aber solange die Leute die Melodien erkennen und dazu lauthals und falsch mitsingen können, sind sie ja gemeinhin zufrieden. Gerade wegen der immer dünner zusammenschrumpfenden Geldbeutel der Leute fand sich nach und nach immer mehr von ihnen auf dem Platz ein. Denn wenn schon einmal etwas umsonst zu bekommen war, musste man dann auch ordentlich zugreifen. Man hatte begonnen, um das Marionettentheater herum im Halbkreis hölzerne Bänke aufzubauen, auf denen die Zuschauer Platz finden sollten. Die meisten jedoch würden wohl in den hinteren Reihen stehen müssen, so gut besucht, wie das Fest nun einmal war. In der Loge der Honoratioren, das war der Balkon, an dem der Baron an seinem Geburtstag die Huldigungen des gemeinen Volkes genoss, hatte sich der Hausherr inmitten seiner Höflinge niedergelassen. Bodos Ehefrau Priscilla saß zu seiner Rechten, neben ihr Solentius der Zauberer, dem nachgesagt wurde, allergrößten Einfluss auf Bodo auszuüben. Walbrecht van Aken zu seiner Linken, Lugbert, der Hofnarr, rasselte gewissermaßen als Vorprogramm mit seinen Schellen und scheiterte wieder und wieder in der Kunst, einen Witz zu erzählen, über den jemand tatsächlich würde lachen können. Böse Zungen behaupteten ja, als Finanzminister wäre er weitaus lustiger gewesen. Am frühen Abend, so gegen 5:30, betrat dann der Impresario die Puppenbühne, stellte sich vor das Fenster mit dem roten Vorhang, hinter dem gleich das Spiel losgehen sollte, und breitete die Arme aus. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, begann er großspurig zu rufen und blickte aufmerksamkeitsheischend in sein Publikum. Wieder einmal ist es soweit. Die internationale Marionettenbühne Karbunkelkraut traut mit Präsenz.
Eine Produktion von Wilhelm Sauerbruch dem Älteren. In Koproduktion mit Lila Unterwäsche Unlimited, dem Verein zum Erhalt und Ausbau der Weinproduktion in Königstein in Kloppenburg und dem Reisunternehmen Gurkentau. Die letzten Worte hat er in atemberaubendem Tempo heruntergeleiert. Doch jetzt musste der Dicke doch einmal Luft holen. Sein Gesicht hatte schon eine ganz ungesunde Röte angenommen. Eine Dramödie der ganz besonderen Art. Mord, Verbrechen, Leidenschaft, Aufstieg und Ruin. Dynastien kann einem gehen und ich bleib bestehen. Sehen Sie jetzt! Hier legte der Impresario eine Kunstpause ein, blickte noch einmal mit einem Gesichtsausdruck, der verschwörerlich erscheinen sollte, sein Publikum an und rief: Der Geist aus einer anderen Welt. Beim Abgang von der Bühne blieb der Schreihals mit dem Schuh an einem schief eingeschlagenen Nagel hängen und purzelte den Zuschauern ungelenk vor die Füße, was einen Sturm von Gelächter auslöste. Nun waren sich alle sicher, dass jetzt nur eine Komödie aufgeführt werden konnte. Jedes Publikum auf allen vorstellbaren Welten ist sich nämlich in einer Sache völlig einig. Auf einer Theaterbühne würde niemals etwas einfach so passieren. Niemals würde sich ohne tieferen Sinn das Bühnenbild in seine Einzelteile zerlegen, die Beleuchtung ausfallen oder einer der Schauspieler einen Hustenanfall erleiden. Immer wieder die Absicht dahinter stecken, dem Publikum zu gefallen, es irre zu leiten oder auch nur es möglichst gut zu unterhalten. Da wird mir einmal recht geben. Der rote Vorhang öffnete sich. Aus dem 4 Meter breiten und 3 Meter hohen Fenster quollen plötzlich dampfende Nebelschwaden hervor. Als der Dunst sich langsam verzogen hatte, konnte man die Kulisse ausmachen. Eine finstere, steinerne Burg. Es ist Nacht. Der volle Mond steht am Himmel, man hört ein Kreuzchen. Jedermann dachte sofort, wie echt dies doch klänge. Allerdings saß das Kreuzchen nur 30 Meter weiter hinten auf der ganz realen Festungsmauer. Nicht ahnend, dass es urplötzlich Inszenierung wurde. Anton und Simon hatten sich noch vor der ersten Bankreihe auf dem Straßenpflaster bequem gemacht. So konnte ihm unmöglich etwas entgehen. Fasziniert beobachteten sie, wie der Nebel drei absonderlichen Gestalten Platz zu machen begann, die gemeinsam in einem großen, kupfernen Topf mit langen Löffeln rührten. Simon wusste ganz genau, wie man den künstlichen Nebel zustande gebracht hatte. So viel hatte er vom Professor im alchemistischen Grundkurs schon erfahren. Fasziniert beobachteten sie die Bewegung der Marionetten. Anscheinend aus gut formbarem Lindenholz waren die Püppchen geschnitzt. Die Züge der drei Personen, die anscheinend böse Hexen darstellen sollten, waren naturgetreu nachempfunden und wirkten so lebensecht, als würden sie wirklich agieren. Hätte man die von oben herabhängenden Fäden nicht bemerkt, die sie steuerten. Ein hinter der Holzfassade verborgener Lautenspieler, der kurzerhand von der Kapelle ausgeborgt worden war, ließ ein paar schräge Töne hören, die zur Unheimlichkeit der Szenerie beitragen sollten. Etzel, Metzel, Lemakram! Begann jetzt die erste der Hexen. Wenn ich dich darf, kommst du nicht dran! Die zweite. Worauf die dritte in einer fürchterlichen Weise zu lachen begann, sodass sich Anton fast die Haare sträubten und rief: Wenn du nicht machst, was ich dir sollst, dich gefälligst in die Hölle gesollst! Wieder die erste. Komischer Reim, dachte Simon, war aber doch völlig gefangen von dem Puppenspiel. Was ihm allerdings merkwürdig vorkam, waren die Strippen, an denen die Marionetten aufgehängt waren. Diese schienen sich bei genauerer Betrachtung kaum zu bewegen und hingen meist nur schlapp herunter. Simon hätte erwartet sehen zu können, wenn an dem einen oder anderen Seilchen gezogen wurde, um die Puppen sich bewegen zu lassen. Aber vielleicht konnte er dies trotz seines so nahen Geschehen wie gelegenen Platzes doch nicht so gut erkennen. Anton vergoldete über die Geheimnisse des Marionettenspiels keinen Gedanken. Er war einfach nur hingerissen von der Aufführung und kaute genauso hingerissen, unentwegt auf einem riesigen Lutscher herum. In dem Schauspiel tauchten noch auf ein weinseliger König, ein Prinz, der sich nicht entscheiden konnte, mehrere intrigante Freunde des Prinzen, die Königin Mutter, ein herzallerliebstes Biest, zweifelhafte Geldverleiher, 7 Zwerge, die in den Minen des Landes zu Arbeitslager verurteilt worden waren, 3 revolutionäre politische Parteien, sich nur einig darin, den König stürzen zu wollen, und die unehelichen Töchter der Hexen, die sich vehement sträubten, die Familientradition fortzuführen. Das Ganze wurde von Akt zu Akt immer verwirrender. Simon hat das nach dreimaligem Wechsel des Bühnenbildes, das auf einer rotierenden Trommel aufgemalt war, aufgegeben, der Handlung zu folgen. Trotzdem war er immer noch fasziniert von dem Geschehen auf der Bühne.
wie kunstgerecht doch die Marionettenspieler ihre Figuren führten und was für absonderliche Stimmen sie diesen finden. Gerade die Vielfalt der einzelnen Stimmen verblüffte ihn doch sehr. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass die Kehlen von nur zwei Puppenspielern in der Lage waren, so viele unterschiedliche Charaktere darzustellen. Simon beschloss sich, die Sache einmal von der anderen Seite zu betrachten. Er wollte doch zu gerne einen Blick hinter die Kulissen wagen. Er wollte Anton dazu auffordern, mitzukommen, aber der war so hingerissen von dem Geschehen auf der Bühne, er bemerkte nicht einmal, wie Simon ihn immer wieder am Hemd zupfte. So zog er dann alleine los. Um nicht aufzufallen, lief der Junge erst einmal in die völlig andere Richtung. Er drängte sich durch die immer noch anwachsende Menge zur Westseite des Platzes, um dort die Stadtmauer entlang nach hinten in Richtung des Schlosses zu laufen. Er umrundete auf diese Weise nahezu den gesamten Platz und befand sich dann an der Südseite, wo die Puppenbühne aufgebaut worden war. Jetzt konnte Simon einen Blick hinter die Kulissen wagen. Im Schutz der Reste des Baumaterials für das Puppentheater, das achtlos neben der Bühne liegen geblieben war, pirschte sich Simon näher und näher heran und konnte so zur Rückseite des Aufbaus gelangen. Hier hinderte allerdings dann eine provisorisch eingesetzte Tür in dem Verschlag seine Sicht. Fast hätte Simon und seine Unternehmung aufgegeben, konnte er jetzt auch nicht mal das kleinste Astloch entdecken, durch das er einen Blick würde werfen können. Zaghaft drückte er die Türklinke herunter und siehe da, zu seiner Verblüffung konnte er feststellen, dass diese keineswegs abgeschlossen war, wie er angenommen hatte. Vorsichtig öffnete er die Tür einen winzigen Spalt und lugte hinein. Es war sehr düster im Hintern der Puppenbühne. Nur durch das Sichtfenster, in dem die Marionetten ihr Spiel aufführten, drang das Licht der Gaslampen herein, sodass Simon zuerst nur die Umrisse der Puppen durch das auf Leinwand gemalte Hintergrundbild ausmachen konnte. Das Geschehen auf der Bühne hatte sich mittlerweile zugespitzt. Simon hatte zwar der Handlung nicht mehr folgen können, doch schien der König wohl von seinem eigenen Sohn ermordet worden zu sein. Nun war sein Geist auf die Erde zurückgeschickt worden, um Rache zu nehmen. Nur langsam gewöhnten sich seine Augen an die Lichtverhältnisse. Doch dann konnte er oberhalb der Bühne auf einer Art Laufsteg die Gestalten der Puppenspieler erahnen. Diese beiden schienen sich aber kaum zu bewegen. Als konnte er deutlich erkennen, dass die Kerle nur am Geländer herumblinkten, nach unten sahen, alle paar Sekunden einmal mit den Händen an den Strippen herumfingerten, die nach unten führten. Das konnte er wohl nicht mit rechten Dingen zugeben, dachte Simon, als er mutig geworden die Tür etwas weiter öffnete. Dann sah er die kleinen Gestalten, die um einen winzigen Tisch herum saßen und allem Anschein nach mit einem Kartenspiel beschäftigt waren. Auf dem Tischchen stand eine alte Petroleumfunzel und erhellte nur schwach die Gesichter der Menschen. Es waren die drei Hexen von der Anfangsszene, der beste Freund des Prinzen, seine Geliebte und der Geldverleiher. Simon rieb sich die Augen. Kaum konnte er glauben, was er vor sich sah. Diese Marionetten bewegten sich ohne jedes Zutun von Menschenhand. Sie griffen nach den Krügen, die auf dem Tisch standen, und tranken, klopften die Karten leise auf die Tischplatte und zischten sich gegenseitig an, wenn das Spiel gerade nicht günstig für den Betreffenden laufen sollte. Die Szene hatte etwas Unheimliches an sich. Weitaus unheimlicher als das Geschehen auf der Bühne, vor der jetzt zwei der Marionetten auf einer dort angelehnten Leiter heruntergeklettert kamen und die Königin Mutter zur gleichen Zeit vom Tisch aufstand und ihr Kleidchen raffend begann, die zweite Leiter, die auf der anderen Seite stand, hinaufzusteigen. Oben angekommen, warf sie noch hinter dem Bühnenbild stehende Puppenspieler nach oben die Fäden zu, die an ihrem Gewand angebracht waren. Die fingen das Holzstückchen, an dem die Strippen zusammenliefen, geschickt auf, entfernten das Ganze ein wenig und die Königin Mutter war bereit für ihren Auftritt. Mörder! Mörder! Schrie die vermeintliche Marionette nun so schrill, dass Simon des Schrecken erneut durchzuckte und ihm die Türklinke aus der Hand rutschte, was ein lautes Klacken verursachte. Bevor die Männlein am Tisch auch nur aufblicken konnten, hatte Simon die Tür wieder ganz geschlossen und zog sich schnell durch das Gerümpel kriechend zurück. Als er wieder auf seinem Platz neben Anton, der immer noch wie weggetreten das Theaterstück verfolgte, angekommen war, betrachtete Simon die Aufführung mit ganz anderen Augen. Er wollte das Ende des Stückes abwarten, bevor er Anton berichtete. Auch war eine gewisse Unruhe unter der Schar der Zuschauer aufgekommen, die leises Reden unmöglich machte. Immer wieder waren nun Rufe zu hören wie »Ja, genau, ein Mörder ist er! Und nieder mit Bodo!« Ein paar der jüngeren Männer hatten sich umgedreht und blickten hinauf zum Balkon, auf dem der Baron mit seiner Entourage Platz genommen hatte und schüttelten wütend die Fäuste.
Ihre Frauen redeten beruhigend auf sie ein, doch schien der Volkszahn sich auf diese Weise nicht eindämmen zu lassen. Schon nach den ersten Rufen war die gut gerüstete Leibgarde von Baron Bodo aufmarschiert und hatte den Platz umstellt. Einige der Aufrührer wurden von der Menge getrennt und abgeführt, was einige andere jedoch noch wütender zu machen schienen. Die meisten hatten wohl den geistigen Getränken in erheblichem Maße zugesprochen. So ein Verhalten war der Adel von Halder vom gemeinen Volk in keinster Weise gewohnt. Wo bleibt hier eigentlich der Zwischenapplaus? Ihr seht, die Geschichte entwickelt sich sehr merkwürdig, aber ja, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Dings. Ah, das ist ja auch. Oder so ähnlich. Nun eine kleine Episode. Die ein bisschen diese Männlein erklärt. Mehr von diesen lustigen Männlein, die sich, wie ihr gleich hört, Hundenix nennen. Hundenix! In der Schule ging es langsam der Zeugnisausgabe entgegen und Simon hatte keinerlei Angst vor diesem Ereignis, wusste er doch, dass er in den meisten Fächern überdurchschnittlich gut abgeschnitten hatte. Bei Anton allerdings stand die Sache etwas anders. Durchfallen würde er zwar nicht gerade, doch sein Vater, der Maître de Cousin, würde über die Anzahl der Vieren und Fünfen nicht gerade erfreut sein. An den Nachmittagen trieben sich die beiden immer wieder gerne in der Stadt herum. In den Schlossgarten traute sich allerdings nicht mehr hinein, da mittlerweile ein wildes Rudel lapulischer Kettenhunde dort Wache hielt. Einmal hatten sie noch den Versuch unternommen, hineinzugelangen, doch hatten sie sich nicht aus der Tür des Schuppens gewagt, da eine ganze Meute dieser blutdürstigen Viecher schon knurrend und zähnefletschend davor stand. Obwohl Simon das Gefühl beschlichen hatte, dass dies für ihn überhaupt kein Problem darstellte und er mit den Tieren schon fertig würde, hatte er Anton zuliebe auf das gefährliche Experiment dann doch verzichtet. So streiften die beiden an den lauen Frühsommerabenden, bis es zu dämmern begann, durch die Straßen der Stadt. An einem dieser Abende, sie kam gerade vom Marktplatz, wo sich Anton mit reichlich Froschzungen angedeckt hatte, eine Spezialität, deren Zusammensetzung besser ein Geheimnis bleiben sollte, und liefen gerade an einer alten Taverne vorbei, als ein dicklicher Mann auf die Straße hinaustrat. Simon glaubte in diesem den Impresario des Marionettentheaters Karbunkelkraut zu erkennen, das so viel Aufsehen mit seiner Aufführung erregt hatte. Simon jagte Anton an Ellenbogen in die Rücken. Sag mal, war das nicht der Theaterdirektor? Anton war in sich zusammengesunken und hustete echt von der Froschzunge aus dem Hals. Ja, kann sein. Gelang es ihm dann hervorzubringen. Wollen wir sehen, wohin der Ganove geht? Klar, sagte Simon nur. Ein Abenteuer dieser Art kam ihm heute gerade recht. Obwohl sich die beiden keineswegs sicher waren, dass sich bei dem Mann wirklich um den besagten Direktor handelte, begannen sie einen respektvollen Abstand einhaltend, diesen durch die Gassen zu verfolgen. Das stellte sich jedoch als keine ganz einfache Aufgabe heraus. Die Straßen waren um diese Zeit immer voll von Menschen, die schnell noch etwas besorgen wollten, bevor die Geschäfte schlossen. Doch hatten sie den Kerl einmal für kurze Zeit aus dem Blick verloren, erkannten sie in der Menge bald wieder an seinem merkwürdig schwankenden Gang und der auffälligen Melone, die er auf dem Kopf trug. Der Dicke blieb immer wieder stehen und schaute sich um, was die beiden Jungs veranlasste, ebenso vor den Schaufenstern der Geschäfte stehen zu bleiben und so zu tun, als würde sie irgendetwas brennend interessieren. Auch schien er sich wie im Zickzack durch die Gassen zu bewegen, bog mal hier und dann mal dort ein und landete dann schließlich doch immer wieder auf der Hauptstraße, die sich jetzt allmählich zu leeren begann. Immer noch galt die amtlich verordnete Ausgangssperre. Bei Anbruch der Dunkelheit sollten die Bürger sich in ihren Häusern befinden. Diese Maßnahme war direkt nach dem Krawall verhängt worden. Immer mehr Soldaten mischten sich in diese Zeit oder so, um die Anordnung durchzusetzen. Ausnahmen gab es nur für die Alchemisten und die Schlossbediensteten. Auch Elvira hatte zu diesem Zweck einen Passierschein erhalten. Der vermeintliche Theaterdirektor bog nun wieder in eine schmale Gasse ein, die seinem doch sehr bekannt vorkam. Schließlich stand er vor dem Haus des Professors, wie der Junge zu seinen nicht geringen Schrecken erkannte und klopfte Anton und Simon
hatten sich hinter der Häuserecke verborgen und beobachteten, bis die Tür öffnete und der Mann, sich noch einmal nach allen Seiten umsehend, verschwand daraufhin im Stiegenhaus. Wohnt da nicht ein Zauberer? Fragte Anton stillen Runzeln. Das ist kein Zauberer, protestierte Simon. Aber ja, du hast recht. Wenn das wirklich der Kerl war, sollten wir es wohl der Gendarmerie erzählen, meinte Anton leichthin und angelte sich noch einen Frosch aus der Hosentasche. Ach, ich glaube, wir müssen uns da wohl irren, sagte Simon schnell. Keineswegs hat er die Absicht, den Professor in irgendeiner Hinsicht Ärger zu bereiten. Kann ich mir eh nicht vorstellen, sagte Anton mit vollen Backen. Den hätten sie doch bestimmt schon längst erwischt. Sie haben sogar Steckbriefe aufgehängt. Wirklich konnte man noch an einigen Hauswänden den Fahndungsaufruf der Gendarmerie sehen, auf dem ein dicklicher Mann abgebildet war. Die Zeichnung ließ allerdings sehr an künstlerischer Qualität zu wünschen übrig. Simon hat nur gemeint, das könnte nun wirklich der Großvater von jedermann sein. Da es dunkler und dunkler wurde, machten sie sich schnell auf den Nachhauseweg und verabschiedeten sich kurz an einer Straßenecke, bevor jeder seine Wege zog. Simon hatte tatsächlich den Weg zur Wohnung eingeschlagen, aber die Sache ließ ihm einfach keine Ruhe. Irgendwann drehte er einfach um und lief den Weg wieder zurück. Nur noch wenige Leute waren jetzt unterwegs und Simon versuchte, keinen Polizisten oder Soldaten zu begegnen und machte deswegen allerlei Umwege. Schließlich jedoch stand er wieder vor dem Haus des Alchemisten. Nachdem er zögerlich geklopft hatte, konnte er die Stiegen im Treppenhaus knarren hören und erkannte die Schritte des Professors. Du? Fragte er dann überrascht, als ich die Tür geöffnet hatte. Was machst du denn hier auf diese Zeitung in der Tür? Athanasius klang etwas ärgerlich, aber nicht so, als hätte man ihn bei irgendetwas ertappt. Man hätte eher Besorgnis heraushören können. Es ist doch wohl schon dunkel, oder? Fragte er dann. Wirklich war die Sonne längst hinter dem Horizont verschwunden und die Gaslaternen entzündet worden. Na egal, komm erst mal rein, meinte der Alchemist und zuckte mit den Schultern, ging vor Simon die Stiegen hinauf. Ich habe allerdings Gäste, Simon, sagte er dann über die Schulter hinweg. Oben angekommen, betrat er sofort die große Wohnküche mit dem breiten Küchentisch, an dessen Ende Simon nun tatsächlich den Theaterdirektor sitzen sah. Wenn ihn dieser Anblick nun erschreckt hätte, war das jedoch gar nichts im Vergleich mit den der kleinen Gestalten, die auf den Küchenstühlen, deren Sitzflächen mit Hilfe einiger Weinkisten erhöht worden waren, saßen. Ungefähr 8 bis 10 an der Zahl saßen in des Professors Küche die vermeintlichen Marionetten des Puppentheaters Karbunkelkraut. Und diese verhielten sich keineswegs so, wie man es von aus Holz gefertigten Püppchen erwarten würde. Eine äußerst lebhafte Unterhaltung schien hier im Gange zu sein. Der Tisch war voll von Weinflaschen in halbvollem oder schon vollständig geleertem Zustand und dicker Tabakqualm in der Luft wie Nebelschwaden. Kaum ließen sich die Kerche vom Eintreten Simons unterbrechen. Keines ihrer lebhaft leuchtenden Augen blickte zu ihm auf. Nur der Direktor lächelte Simon an, erhob sich und streckte ihm die Rechte entgegen. Simon stand wie angenagelt in der Türe, bis ihm der Professor einen Stups in den Rücken gab und sie auf den dicken Zutaumeln dessen Hand ergriff. Guten Abend, junger Herr. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich nehme doch an, dass Sie der junge Mann sind, der Athanasius in so vielen Belangen zur Hand geht, sagte der Impresario nun überschwänglich. Er schien seinen merkwürdigen Dialekt wohl nur auf der Bühne zu brauchen und konnte ihn an- und wieder abstellen. Aber, ich konnte Simon nur stammeln, während ihm der Dicke die Hand schüttelte, als betätigte er einen Pumpenschwengel. Als die kleinen Gesellen Simon jetzt bemerkten, breitete sich augenblicklich eine bedrohliche Stille im Raum aus. An die 10 saphirgrün leuchtende Augenpaare waren auf den Jungen gerichtet, dem es noch unbehaglicher zumute wurde. Die Blicke der Radieschenmännlein, denn so hatte Simon begonnen, sie zu nennen, da jeder als Kopfbedeckung eine knallrote Mütze trug, bohrten sich in Simons Gehirnbindungen hinein. Diesen Eindruck hatte er zumindest. War er auch schon zuvor totenblass gewesen, erbleichte er jetzt derart, dass sein Gesicht sich nicht mehr von den frisch gekalkten Wänden der Küche abhob. Sich langsam aus seiner Erstarrung lösend, blickte sich Simon hilfesuchend nach dem Professor um. Der Theaterdirektor hatte endlich seine Hand losgelassen, in der sich langsam ein stechender Schmerz freizumachen begann. Keine Angst, Leute, warf daraufhin Athanasius in die Runde. Das ist doch nur Simon. Irgendjemand fragte laut, Hals und Schnarren. Hä? Simon, mein Gehilfe, sagte der Professor noch einmal. Nach diesen Worten stellte sich sofort die vorherige Geselligkeit wieder ein, als hätte die Erwähnung seines Namens alle Bedenken, die vielleicht gehegt worden waren, auf der Stelle zerstreut. Simon sah, wie einige der Wichte ihm zunickten, dann die Köpfe zusammensteckten und zu tuscheln begannen.
Eines der Männlein sprang geschickt von seinem Sitzplatz auf den Boden, kam grinsend auf seinen zu und hielt ihm ein winziges Händchen hin, das der Junge zögerlich zwischen Daumen und Zeigefinger nahm und schüttelte. Grinsmann ist mein Name. Sehr freut, dich kennenzulernen, sagte der Kleine und rollte dabei seltsam mit seinen furchterregend leuchtenden Augen. Der gute Greifwald hat schon viel Gutes über dich berichtet. Die Stimme des Männleins war trotz ihrer Tonhöhe laut, durchdringend und entbehrte nicht einer gewissen Festigkeit. Simon war es, als hörte er den alten König heraus, und genau diese Rolle hatte der Wicht in dem Stück auch gegeben. Ja, wirklich viel Gutes, aber ich hätte dich mir ein wenig größer vorgestellt, meinte der Kleine dann. Simon wusste zwar nicht, was es viel über ihn zu berichten gab, erholte sich aber langsam wieder von seinem Schrecken. Trotzdem fiel ihm keine Erwiderung ein, solange die grünen Augen ihn so ausgiebig musterten. Ich bin doch erst 12, konnte er dann herausbringen. Ich weiß, du bist ja noch ein Menschenkind, doch auch kleine Leute können große Dinge ausrichten, sagte Kriegskranz und hörte nun endlich auf, den Jungen anzustarren. Das sind meine Freunde und Genossen, lieber Simon, wenn ich vorstellen darf. Der Zwerg deutete auf die runde bartlose Gesichter, die Simon umgaben. Krautschuk, mein Adjutant, stellte er dann ein besonders verwegen blickende Mischt vor. Düsselgring, Pausewitz, Runkelpetz, Maulbeerfink. Simon konnte unmöglich alle Namen der seltsamen Gnome behalten, aber jedem schüttelte er nun die winzige Hand und versuchte dabei freundlich zu nicken. Und das ist unser lieber Freund und Impresario, Jonathan Kammergarn. Der Dicke tippte mit dem Zeigefinger an seine Melone, die er auch hier in der Wohnung trug, und grinste Simon breit an. Hallo, mein Bester, begrüßte er ihn dann nochmal. Ich glaube, unser junger Freund hier ist doch etwas überfordert mit der Situation, meinte daraufhin der Professor und setzte sich wieder auf seinen Platz. Weißt du, Simon, die Wurfenix sind eine uralte Rasse, die weit vor den Menschen schon vor Jahrtausenden dieses Land bevölkert haben, fuhr er nun fort. Die Männlein, die Simon umgaben, nickten zustimmend mit den Köpfen und derjenige mit dem Namen Krautschuk nahm die Teetasse in die Hand, aus der er geräuschvoll zu schlürfen begann. Wie gesagt, eine uralte Rasse. Athanasius war etwas irritiert von den Geräuschen, die der Adjutant von sich gab. Viele Sagen und Legenden ranken sich um sie. In Irland bezeichnet man sie als Leprechauns, in Svetland als Gnome und hier bei uns gelten sie als böse, todbringende Kobolde. Was aber alles der Wahrheit in keinster Weise nahe kommt. Kobolde, pack! Wer ist denn Kobold? Fragte Krautschuk und seine Stimme überschlug sich dabei fast. Der Professor beachtete den kleinen Kerl kaum, der jetzt von seinem Sitzplatz aus ungelenk auf den Tisch zu klettern begann. Auch viele Lieder und Weisen berichten von ihnen, fuhr Athanasius fort. Du kennst doch bestimmt das Lied vom Männlein im Walde. Natürlich kannte Simon dieses Lied, Elvira hatte es ihm auch beim Pilzesuchen vorgesungen. Es gibt nicht mehr viele unter ihnen, erklärte der Professor weiter. Diejenigen, die noch auf unserem Kontinent weilen, sind nur der Rest einer großartigen Zivilisation, die mit dem Erscheinen der Menschen zum Untergang verurteilt war. Der Mensch hat sie nahezu ausgerottet. Die letzten großen Kriege gegen die Hurwenix liegen allerdings schon so lange Zeit zurück, dass sie in unserer Geschichtsschreibung schon gar nicht mehr vorkommen. Simon fiel es sehr schwer, diese geballte Ladung Informationen aufzunehmen, da er immer noch alle Augen auf sich gerichtet sah. Besonders Krautschuk, der sich im Schneidersitz in der Mitte des Tisches niedergelassen hatte, schien ihn böse anzublicken. Nun aber haben einige von ihnen sich der Menschheit angenähert, sind ihr im Allgemeinen wohlgesinnt und verdienen sich mit ehrlichen Mitteln ihren Lebensunterhalt, wie unsere Freunde, die Schauspieler hier. Da die Menschen allerdings nichts von ihrer Existenz erfahren sollten, haben sie sich den Trick mit dem Puppentheater ausgedacht. Eine famose Idee, wie ich finde. Schauspieler, wer ist hier Schauspieler? Rief Krautschuk dazwischen und stemmte sich mühsam die Tasse erhoben auf seine dünnen Beinchen. Sind wir nicht lieben Künstler, Verkünder ewiger Wahrheiten? Man nennt uns Gaukler, Komödianten doch. Waschen wir Wahrheit? Der Kleine blickte auffordernd in die Runde, holte zu einer umfassenden Geste aus, wobei er die Hälfte vom Inhalt seines Trinkgefäßes verschüttete und rief dann laut aus: Sind wir nicht Götter? Erschaffen wir uns nicht ständig selbst? Nach diesen Worten verlor er endgültig das Gleichgewicht, sackte in sich zusammen und fiel von der Tischkante, der während seiner Ausführungen gefährlich nahe gekommen war. Kriegskranz sah nach unten auf den Dielenboden, von dem es holprige Schnarchgeräusche heraufdrangen. Entschuldige bitte, sein Mann, Adjutant verträgt leider kein Alkohol. Greifwald behauptet immer, es mangle ihm an einem bestimmten Enzym, sagte er dann gelassen. Was immer das auch bedeuten soll. Fahren Sie noch fort, Professor.
In der Zwischenzeit waren Fritz und Zwiebel, die vermeintlichen Puppenspieler, hereingekommen und hatten die Tafel mit mehr Wein und einem großen Eimer Keksen angereichert. Die beiden waren taubstumme Brüder, die Kammergern vor Jahren aus der Gosse aufgelesen hatte und die ihm seither treu dienten. Sie setzten sich still in eine Ecke, holten ein Damespiel hervor und kümmerten sich nicht um das, was um sie herum vorging. Ja, wie gesagt, bringt mich doch nicht immer durcheinander. Athanasius klang jetzt doch etwas verärgert. Also wo war stehen geblieben? Er betastete seinen kahlen Schädel, als erwartete er dadurch irgendetwas herauslocken zu können. Ach ja, also die Screechies. Bei diesem Wort verließen gellende Schreie die zehn Kehlen der Wichte. Sein musste sich die Ohren zuhalten, um nicht taub zu werden. Er hatte das Gefühl, dass in seinen Hörorganen einige Male ploppte und knackte, dann zersprangen in des Professors Küchenschrank einige dünnwandige Gläser. So heißen wir nicht, sagt dieses Wort, niemals! Konnte Simon schließlich verstehen, nachdem der Lärm etwas abgeebbt war. Der Professor, dessen Gesicht mittlerweile hochrot angelaufen war, breitete beruhigend seine Hände aus. Verzeiht, Freunde, ist mir so rausgerutscht, rief er dann gefühlt. Die Stille nach dem Geschrei war fast unheimlich. Simon dachte schon tatsächlich taub geworden zu sein, als eine große Blechdose, die aufgrund der Schwingungen ins Rotieren gekommen war, scheppernd auf den Boden aufging. Nun, was möchtet ihr noch hören? Ich hätte hier noch eine lustige Episode über Sport. Oh ja. Sport, ja. Ein Spiel, das heißt, es ist Punzelball, es wird auf dem Kontinent gespielt. Es hat also keinerlei Ähnlichkeiten mit anderen Spielen unserer Welt. Das ist ganz am Rande. Ich will jetzt nicht mit dem Kino streiten, sondern die Rechte. Das wird mal klar. Ich weiß nicht, was da passiert. Nun Funzelball. Funzelball war nun einmal der Volkssport des Kontinents. Bei genauerer Überlegung hätte eigentlich niemand sagen können, was den Charme dieses Spiels ausmacht. Das Regelwerk war über die Jahre beständig erweitert worden. Nur die wenigsten wirklichen Fans waren überhaupt in der Lage, noch den Überblick darüber zu behalten. Die Zunft der Schiedsrichter, ja, man sollte es nicht für möglich halten, so etwas gab es tatsächlich, musste jedes Jahr mindestens 3 Schulungen besuchen, um sie auf dem Laufenden zu halten. Kaum wussten sie über die Neuerungen im Regelwerk einigermaßen Bescheid, trat tags drauf wieder eine Kommission zusammen, die das Ganze wieder auf den Kopf stellen konnte. Alleine schon die Zusammensetzung der Kommissionen war ein Politikum. Aus dem ganzen Reich holte man diejenigen Spezialisten zusammen, die man für geeignet hielt, sauber, gerecht und unvoreingenommen darüber zu befinden. Doch stritten sich die Vereine bzw. die Fürstentümer beständig darüber, wer dafür wirklich am besten geeignet war. Schlug zum Beispiel der ehemals kaiserliche Hof in Wied B. La Chapelle einen lang gedienten Funzelballfachmann aus den eigenen Reihen vor. So konnte man auf einen sofortigen Einspruch seitens der Nebelbergler rechnen, die sich von der Regierung sowieso in allen Fällen übergangen und stiefmütterlich behandelt fühlten. Wegen dieses endlosen Hickhacks hatte man nun eine Kommission zur Bildung einer Kommission eingesetzt. Diese bestand hauptsächlich aus Rechtsanwälten, was die Sache auch nicht gerade besser machte. Seltsamerweise taten all diese Widrigkeiten der Popularität des Spiels keinen Abbruch. Ja, machte doch gerade dieses permanente Gezerre den eigentlichen Reiz des Spiels aus. So hatten die Leute immer ein Gesprächsthema, um das sie sich trefflich streiten ließ und konnten so ihrem tristen Alltag eine Weile lang Ade sagen. Es mochte Gegenden auf dem Kontinent geben, die noch nie etwas von Funzelball gehört hatten. Käme nun ein solcher fernab lebender Reichsbürger, unversehens einmal, zufälligerweise in den Genuss ein echtes Funzelballspiel, noch dazu in einem großen Stadion hautnah erleben zu dürfen, so würde er sehr wahrscheinlich an Langeweile elendig zugrunde gehen müssen. Das Spiel wurde von den unzähligen Pausen und Unterbrechungen derart dominiert, dass selbst der findigste Zuschauer,
und derjenige, der sich noch am allerbesten in dem komplizierten Regelwerk zurechtfinden mochte, dem Spielverlauf unmöglich folgen konnte. Die Schiedsrichter, allesamt von den verschiedensten Kommissionen für ihr schweres Amt nominiert, hatten ebenfalls die größten Schwierigkeiten, Ordnung in den Spielverlauf zu bringen. Jede kleinste Kleinigkeit, mochte es sich nun um ein Foulspiel oder um eine andere Regelübertretung handeln, löste auf der Stelle anhaltende Diskussionen und Streitigkeiten aus, die oft nur durch das Hinzuziehen der Anwälte der beiden beteiligten Mannschaften beendet werden konnte. Legendär war inzwischen das Meisterschaftsspiel der Saison 1777, FC Schlabbernach gegen die Borussia aus Dimpfelmoos, das wegen seiner ungeheuren Länge in die Annalen des Funzelballspiels eingegangen war. Das Match zog sich über 7 Wochen hin. Dabei hatte die regulär gespielte Zeit gerade einmal 1,5 Stunden betragen, wie die Stoppuhren der Kampfrichter im Nachhinein bestätigten. Im Prinzip ging es bei jenem großartigen Funzelsport alleine darum, einen kleinen Ball von der einen Seite des rasenbestückten Spielfeldes auf einen bestimmten Punkt auf der anderen zu bringen. Dies konnte durch das Werfen oder das Treten des Sportgeräts durchgeführt werden. Jedoch durfte an hier und dort über die Fläche des Platzes verteilten Feldern, die durch kleine rote, grüne und gelbe Fähnchen markiert waren, weder mit den Händen noch mit den Füßen der Ball nach vorne gebracht werden, sondern allein durch Bewegungen des Kopfes der Spieler. Diese mussten dann auf ihren Nasen liegend durch das dichte Gras robben, um den schweren Ball zu bewegen. An anderen Stellen war wiederum nur das Befördern des Spielgeräts mit dem Allerwertesten erlaubt. Ein Anblick, der beim Publikum wahre Beifallsstürme auslösen konnte. Kurz und gut, Funzelball ist und bleibt eines der merkwürdigsten Sportarten, die es wohl jemals irgendwo gegeben hat. Und es wird ein ewiges Rätsel bleiben, wo eigentlich der Reiz dieses eigenartigen Vergnügens liegen mochte. Auch wie es zu seinem Namen kam, blieb unergründlich. Wahrscheinlich stammte er von den Funzeln, die oft entzündet werden mussten, wenn sich ein Match wieder einmal besonders in die Länge zog, welche von den eingefleischten Fans des Sports euphemistisch als Flutlichter bezeichnet wurden. In dem Buch kommen auch irgendwie Tiere vor, einen Haufen Tiere. Ein sehr merkwürdiges Tier ist ein Vogel. Der hat quasi auch einen Helm. Aber alles fängt an mit einem Sturm. Draußen stehen Leute. Ich gucke nicht rein. Wo ich schon mal gesagt habe. Die sind bestellt worden, aber nicht abgelöst. Also fängt ein Sturm an. Endet. Weiß ich nicht. Die Mannschaftsmitglieder schienen wirr durcheinander zu laufen, sich immer wieder Befehle und Anweisungen in die Ohren brüllend, in die eine Richtung zeigend und dann in eine andere Richtung einschlagend. Doch hatte dies Tun alles nur den einen Zweck, die Blinkerboyen vor den Kentern zu bewahren, wie Simon dann erkennen konnte. Schließlich war er ja schon in ganz jungen Jahren der Faszination der Seefahrerei erlegen und hatte alles darüber gelesen, was er in die Hände hätte bekommen können. Nur aus diesem Grund war es ihm möglich, die Bemühungen der Mannschaft nachzuvollziehen. Sie taten wirklich alles, um nicht aus dem Schiff ein Massengrab werden zu lassen, doch immer noch nahm der Sturm an Stärke zu. Unablässig zuckten Blitze über den schwarzen Himmel und beleuchteten gespenstisch die Umgebung. Da wurde erst das Ringen der Crew mit den Elementen wirklich deutlich. Der darauf folgende Donner war wegen des Brausen des Windes so gut wie gar nicht wahrzunehmen. Simon blickte nach oben in das Inferno, um das Krähennest herum, in dem er noch vor wenigen Stunden gestanden hatte und die Aussicht auf die ruhige, glatte See genossen hatte, leuchtete ein helles, bläuliches Licht, das die Konturen des Großmastes zu umranden schien. Dies Leuchten breitete sich von dort nun über das ganze Schiff aus. Unheimlich und magisch erschien Simon dieses Leuchten und fiel ein, davon schon einmal gehört zu haben. Hierbei musste es sich um das sagenumwobene Elmsfeuer handeln. Nur wenige Seefahrer sollen die Sichtung dieses Phänomens überlebt haben. Man deutete dies als ein böses Omen. Und so mancher Kahn soll nicht lange, nachdem er in dieses wirbelnde Leuchtfeuer eingehüllt worden war, alsbald auf den Grund des Meeres gezogen worden sein. Anderen Berichten zufolge ging das Elmsfeuer nur dem Erscheinen der Klabautermänner voraus,
die sich an des Schiffes bemächtigen würden und dessen Mannschaft mit Hilfe rostiger Messer und Gabeln bei lebendigem Leib verzehren würden, bevor sie den Kahn dann mit Mann und Maus versenken. Simon schauderte bei den Gedanken an dieses Seemannsgarn, was ihm wohl einer der Wanderarbeiter auf Wilhelms Hof einmal erzählt haben musste. Und er wartete jeden Augenblick, einen scharfzahnigen, rothaarigen Kabouter um die Ecke kommen zu sehen. Stattdessen erblickte er nun, als er erneut nach oben zum Mastkorb hinaufsah, einen kleinen, strahlenden Punkt, der vorher noch nicht da gewesen war. Dieser war auch in Licht gehüllt, leuchtete jetzt aber grünlich, wechselte jedoch beständig von einer Sekunde zur anderen die Farbe. Dann entfaltete sich das seltsame Lichtwesen, schien vom Mast herunterzufallen, direkt auf den Jungen zu. Simon wollte schnell den Rückzug zum Treppenaufgang antreten, da war es schon zu spät. Irgendetwas krallte sich in seinen pitschnassen Haaren fest. Der Junge schrie vor Schmerz laut auf, was allerdings im Tosen des Sturmes unterging. Er griff sich an den Kopf und spürte plötzlich das Schlagen eines lebendigen Herzens in der Innenfläche seiner Hand. Trotz des Verlustes einiger Haarsträhnen schaffte der Junge es dann, das Tier, oder was immer es auch sein musste, von seinem Schädel zu lösen und sah nun, dass er einen papageiengroßen, buntscheckigen Vogel in Händen hielt. Das Tier versuchte sich zuckend und zappelnd aus seiner Gefangenschaft zu befreien, doch Simon gelang es, den Vogel festzuhalten. Er hielt sich das Tierchen mit einem großen Sicherheitsabstand vors Gesicht und blickte in seltsam glänzende Vogelaugen, die ihn interessiert zu mustern schienen. Na, dich nehmen wir aber besser mal mit hinein ins Trockene, sagte er dann mehr zu sich selbst und kletterte mit seinem neuen Begleiter die steile Stiege nach oben in die trockene Sicherheit des Schiffes. Das Tier hatte aufgehört, sich zu wehren und ließ sich gefallen, durch die Flure bis zu Simons Kabine gebracht zu werden. Dort ließ der Junge den Vogel los, der sofort die Flügel spreizte und er sich auf der schwankenden Deckenlampe gegeben hat. Schau mal, was ich gefunden habe, rief Simon dann aus, worauf Wondrajack vor Schreck die verschränkten Beine von der Stange löste, an der er hing und mit dem Kopf voran auf den Boden landete. Dazu muss es gesagt werden, dass Wondrajack ein Vampir ist. Und er hat merkwürdige Schlafgewohnheiten. Oh, Simon, sagte er bloß vorwurfsvoll, als er sich aufrappelte und sich den Staub von seinen Hosenbeinen klopfte. Was soll denn diese Aufruhr? Ist es denn nicht draußen stürmig genug? Sieh doch mal, was mir zugeflogen ist, sagte der Junge aufgeregt und deutete auf die heftig schaukelnde Lampe, auf der der Vogel saß und sich hingebungsvoll der Reinigung seines Gefieders widmete. Ein Vogel? Der Vampirchen erstaunt. So weit entfernt von der Landmasse, wie kommt denn der hierher? Vielleicht hat ihn eine Windhose erfasst und ihn aus aufs Meer geweht. Simon schien diese Theorie durchaus plausibel. Mag sein, dennoch merkwürdig. Weißt du denn, was das für ein Vogel ist? Fragte Wondrajack. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es kein Papagei, den es von einem Piratenboot aus hierher verschlagen hat, meinte Simon nachdenklich. Sofort kamen ihm alle möglichen tollen Seeräubergeschichten in den Sinn. Das ist eindeutig ein Nattich, belehrte ihn der Vampir. Höchstwahrscheinlich sogar eines der letzten Exemplare des sogenannten Löwennattichs. Und was ist daran so besonders? Fragte Simon, der sich noch nie großartig für Vogelkunde interessiert hatte. Wie gesagt, ein seltener Vogel. Es gibt ja eigentlich nur noch an den östlichen Rändern der Nebelberge, klärte Wondrajack den Jungen auf. Man sagt insbesondere den Löwennattichen unglaubliche Fähigkeiten nach. In diesem Augenblick wurde das Schiff wieder von einer gewaltigen Welle herumgeworfen, einer der Polstersessel hatte sich aus seiner Verankerung gelöst und rutschte quer durch den Raum. Naja, zumindest scheint sich der kleine Kerl hier ganz wohl zu fühlen. Der Vogel hatte die Reinigung seiner Federn beendet, die kleinen Augen geschlossen, der leuchtend gelbe Schnabel ruhte auf seiner geschwellten Brust. Der Vampir hatte beschlossen, noch ein Weilchen die Augen zu schließen, hängte sich wieder umständlich an den Handtuchhalter und verschränkte die Arme. Bald waren regelmäßige Atemgeräusche zu vernehmen. Veronika hatte die ganze Zeit über eingerollt auf ihrem Bett gelegen und geschnarcht. Nur dann und wann war ein Zucken durch den gewaltigen Leib der Bären gegangen. Bären gibt es also auch, ne? Ihr seht, das ist ganz schön viele Viecher im Buch. Auch Simon machte sich trotz des Schwankens des Schiffes auf seiner Schlafkappe bequem, streckte die Hand aus und gab ein leises, lockendes Gurren von sich. Er hatte dies keineswegs erwartet, doch sofort öffnete der Vogel die Augen, flog auf Simons ausgestreckten Arm und setzte sich dort nieder. Ganz ruhig, mein Kleiner, flüsterte der Junge beruhigend. Dir kann dir erstmal nichts passieren. Er
das sagst du das Ziel ganz genau, dass von allen Farben des Spektrums leuchtende Gefieder wirkte, wenn man den Vogel ins Licht drehte, plötzlich nur noch mausig grau. Der Schnabel ähnelte eher dem eines Tukans als dem eines Papageien, fand Simon, was an der intensiven rötlich-gelben Färbung liegen mochte. Er hätte das Tier eher zur Gattung der Krähenvögel gezählt. Die Augen hatten so einen eigenartigen Glanz, als ob man in einen tiefen Abgrund blicken würde. Der Junge streckte seine Gedanken aus und versuchte, mit dem Wesen Kontakt aufzunehmen. So wie er auch mit der Bärin zu kommunizieren gelernt hatte, doch schien ihm dies bei dem Nattich nicht möglich zu sein. Na, dann sind Vögel wahrscheinlich doch nicht so schlau wie andere Tiere. Stellte er etwas enttäuscht fest und er starrte gleich darauf zu Stein, als der Vogel antwortete. Was bitte soll denn das heißen? Krächzte das Tier und starrte den Jungen dabei böse an. Nicht so intelligent, dass ich dich lache! Wieder ließ der Nattich ein verächtliches Gekrächze hören. Simon glaubte, sein Nervenkostüm spiele ihm nun einen letzten Streich. Bald würde man ihn in eine ärmellose Jacke zwängen und nicht mehr aus einer gut gepolsterten Zelle herauslassen. Er blickte sich nach Wonfajek um, der aber anscheinend nichts von all dem mitbekommen hatte. Dann sah er wieder den Vogel an. Hab ich schon lange nicht mehr so ein bedeckertes Gesicht gesehen, meinte der Nattichsprech. Du guckst da dermaßen dumm aus der Wäsche, als ob du ein Gespenst gesehen hättest. Aber, was Besseres fällt dir wohl nicht ein. Und ihr einen sprechenden Vogel gesehen, oder was? Die Stimme des Tieres überschlug sich schon fast wie bei einem Jüngling im Stimmbruch. Ich glaube, ich habe mir jetzt auch noch einen krepalen Pfad zugezogen. Kein Wunder, was ich mit dem Wetter. Du sprichst wirklich? Ich bilde mir das nicht ein. Simon war immer noch nicht bereit, diese augenscheinliche Tatsache akzeptieren zu können. Marika, was wird euch Kindern eigentlich heutzutage in der Schule beigebracht? Hast du nie davon gehört, dass Vögel durchaus in der Lage sein können, die Sprache der Menschen nachzuahmen? Schon, aber... Aber, schon wieder so ein Aber. Ich muss schon sagen, so mancher meiner gefiederten Kameraden verfügt über einen weitaus größeren Wortschatz als du. Aber du ahmst doch nicht nur Laute nach, du scheinst ja auch verstehen zu können, erwiderte der Junge, der sich langsam wieder gefangen hatte. Gut beobachtet. Vielleicht ist der Hopfen am Hals doch nicht verloren bei dir. Und wie kommt das nun, dass du eine richtige Unterhaltung mitbeführen kannst? Nun, das ist eine wirklich lange Geschichte. Machen wir es kurz. Ich habe mich wohl eine zu lange Zeit in der Nähe von Magiern aufgehalten. Meine eigene Theorie lautet wie folgt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde durch die ektoplastische Verseuchung der Aeromolekügelchen in Haushalten von Zauberern eine sogenannte rückkoppelnde Synapsenvergebung in meinem kleinen, gerosteten füglichen Vogelgehirn ausgelöst, welchen Zerebralanalogien im Zwitscherzentrum mutieren ließen. Dies wiederum könnte eine Kettenreaktion in den Zwillingshirnstämmen des Epizentrums ausgelöst haben, welche wiederum das Metaphernfrontgewinde auf eine solche Art und Weise in Mitleidenschaft zog, dass die Axiome des Schnittlauch-Simulators im vorderen Hirnstamm sich stark ellipsenhaft verbog und aus diesem Grund eine Symbiose mit der semantischen Querachse des hinteren Stirnlappens einging, was wiederum die Brachialquerulanz im Diazepalon stark anzuregen begann und dann erst diese großartigen linguistischen Fähigkeiten hervorbrachte. Jetzt erst tote der Lügen hat sich wieder keuchend. Ach, Simon hat nicht ein Wort verstanden und sah den Nazi mit offenem Mund an. Das ist nur die eine Theorie. Die zweite ist ein klein wenig komplizierter. Aber wenn du darauf bestehst, kann ich sie gerne darlegen. Gibt es hier vielleicht eine Schiefertafel? Dankeschön. Habt ihr schon genug? Nö. Geht noch was. Blätter. Ja, geht gut, fest nicht auf. Hier ist nämlich eine lustige Geschichte von den Hobelix, die eine große Rolle in dem Roman spielen. Warum weiß kein Mensch, aber es ist halt einfach lustig. Der Hurmelig brütete den halben Tag über den Karten und den übrigen Aufzeichnungen des Professors. Immer wieder stöberte er in den Blättern, die Athanasius ihm noch hatte geben können. Schien aber immer noch nicht herausbekommen zu haben, wohin der Weg nun gehen sollte.
Lacrima oder Lacrosantia, das ist hier die Frage. Murmelt die Frau Tuck immer wieder vor sich hin. Ob's drüber im Gemächt, der Stall, die Scheuern, den dürftigen Schlick erdulden? Manchmal eben sein schauspielerisches Talent einfach mit dem durch und Deklamierte von wilden Gesten begleitet. Allerdings ließ seine Textsicherheit einiges zu wünschen übrig. Jedoch wirkte er währenddessen ungeheuer possierlich wie seinen Feind. Der Kopf mit dem roten Mütze zuckte hin und her, die Augen leuchteten smaragdgrün in der düsteren Umgebung, es fehlten nur die Strippen und man hätte ihn wieder für eine Marionette halten können, die vom Puppenspieler geführt Faxen für das Publikum macht. Wie habt ihr eigentlich Kammerdamen für euer Unternehmen gewinnen können? Fragte Simon, nachdem der Hurlik seinen Monolog beendet hatte. Er hatte sich vorher versichert, dass er dicke, schnarchend unter dem Decken war. Gedanken verloren, blickte Krautschuk auf, es schien, als müsse er sich erst darüber klar werden, wo er sich denn befände. Ja, das war schon eine recht merkwürdige Geschichte, sagte der Kleine dann und zündete sich erst einmal gemütlich ein Pfeilchen an. Er musste einen grenzenlosen Vorrat des stinkenden Krautes mit sich bringen. Eines Tages tauchte er in unserer Siedlung auf, jenseits des großen Flusses Günther. Ja, der war nicht mehr da. Bei euch gibt es tatsächlich einen Fluss, der Günther heißt. Simon fand dieser ein komischer Name für ein fließendes Gewässer. Na klar, meinte der Hurbelig ungerührt. Es ist ein kleiner Nebenfluss von Olga. Ganz in der Nähe entspringt auch der reißende Waldemar, der dann friedlicher werden, den größten Teil seiner Kraft einbüßend, schließlich in Clotilde mündet. Clotilde hat viele Wasserarme, die dann aus ihr einen mächtigen, mächtigen Strom machen, wie Emil, Ansgar, Ludwig und Dr. Meyerbeer. Simon schüttelte auf diese Namensgebung verwirrt den Kopf. Nicht zu vergessen Gernot, Giselher, Volker, Marie und Kai Uwe. Der Hurbelig war sichtbar stolz auf sein umfangreiches geografisches Wissen. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, der Impresario. Der Hurbelig zog wieder an seinem Pfeilchen und blies einen ebenmäßig gerundeten Rauchring in die Luft. Nun also, Kammerdan kam durch eine Furt in Günther in unser Dorf geritten. Simon konnte sich kaum das Lachen verkneifen und ließ ein unterdrücktes Kichern hören. Was ist denn jetzt wieder so lustig? Fragte der Hurbelig mit gerunzelter Stirn. Naja, eine Furt in Günther hört sich eben möglichst komisch an, sagte Simon und grinste. Was um Himmels Willen soll daran denn bitte komisch sein? Der Kleine schien auf dem besten Wege, richtig böse zu werden. Naja, ich denke eben Günther, Waldemar und Gernot. Das sind doch alles Namen, die sich besser für Menschen oder meinetwegen auch für andere zweibeinige Wesen eignen. Ach, keineswegs. Bei uns haben die Leute schließlich Namen wie Krautschuk, Kriegskranz, Meppelpack, Würzvoll, Bärsekringel und Lupinsuel. Bei der Erwähnung des Namens Bärsekringel musste sich Simon schon wieder das Lachen verkneifen, was dem Hurbelig jedoch nicht entgangen war. Das ist doch unmöglich albern sein. Dann stell dir doch mal vor, wenn man zum Beispiel einen gewaltigen Gebirgskamm Eisenstein nennen würde. Das wäre doch eine passende Bezeichnung, würde ich meinen, sagte Simon und biss sich fast auf die Zunge, im Bemühen ernst zu bleiben. Das soll ein passender Name für ein so erhabenes Naturereignis wie ein Bergmassiv sein? Krautschuk starrte Simon unruhig an. Er hatte sogar seine Pfeife beiseite gelegt, so aufgeregt war er. So etwas trägt bei uns majestätische Bezeichnungen wie Schlimmdunsel, Kockenhaube oder Falkenkiesel. Meinetwegen vielleicht auch noch Käse, Schlingel, Milchgebäck oder Rippelinchen. Also ich muss schon sagen, Simon. Kopfschüttelnd nahm der Kleine sein qualmendes Rauchwerkzeug wieder zur Hand und blätterte dann erneut nach seiner Süßnotiz. Vielleicht noch ein paar Seiten über das komische, warum das Buch überhaupt gezeichnet sie heißt. Weiß ja kein Mensch, warum das auch heißt, selbst ich. Wie ist es vollkommen schleierhaft? Also, es kam hier mal so in den Sinn. Es ist quasi eine Art Schluss, dieses erste Band. Aber nur eine Art, hier ein bisschen weiter. Ja, der zweite Band wieder noch viel schlimmer. Das kann ich schon sagen. Also der erste Band spielt ja jetzt nur in einer anderen Welt. Und der zweite Band spielt dann in unserer Welt teilweise und in dieser anderen Welt. Der dritte Band spielt dann allerdings in multiplen Welten, also in unheimlich vielen Welten. Und in dieser Welt, die schon das erste Buch schreibt.
Die Sonne neigte sich schon am Horizont. Es hatte für kurze Zeit aufgehört zu regnen und Simons Kleider waren momentan wieder trocken. Der Wind, der von der Küste wehte, hatte dies in kürzester Zeit bewerkstelligt. Eine merkwürdige Art von Licht schien am Horizont, wie der Nazi schon berichtet hatte. Immer wieder tauchte der Schein auf, um dann gleich wieder zu verschwinden, wenn die Freunde hügelabwärts reiten mussten. Das Gelände war mittlerweile immer unebener geworden. Hügelkette auf Hügelkette lag vor ihnen, als würde sie ihr Weg durch ein immer grünes Meer führen. Sie waren beinahe den ganzen Tag durchgeritten. Nicht nur hatte Simon beständig das Gefühl geplagt, verfolgt zu werden, nein, immer wenn er vor Erschöpfung nur kurz die Augen schloss, sah er die Fratze weit rechts vor sich, wie er ins Feuer gestarrt hatte, als ob er sich besonders grausame Todesarten ausdenken würde, die er seinen Gegnern zukommen lassen sollte. Schließlich gelangen sie erneut auf die kleine Straße, die viele Meilen landeinwärts einen Knick in Richtung Norden gemacht haben musste. Es konnte sich nur um den Weg zum Gezeitensieg handeln, weil der Untergrund auf der Art von Radspuren zerfurcht, da sich jetzt schon große Wasserpfützen gebildet hatten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf der Straße weiterzureiten, ansonsten würden sie wohl nie an ihrem Bestimmungsort ankommen. Schien der Weg doch geradezu auf das eigenartige Leuchten zuzustreben, das jetzt, da die Sonne begann unterzugehen, ihre einzige Landmarke war. Schließlich kam im letzten Schein des Tages der Küstenstreifen in Sicht. Wondracek zügelte sein Reittier auf dem letzten Hügel und blickte zurück auf die Landschaft. Die wirkte, als hätte vor Urzeiten ein riesenhaftes Meeresungeheuer die Insel derart gerammt, dass sich der Erdboden zu enormen Wellen zerknautscht hatte. Doch wohnte dieser von tausend Arten grün bedeckten Wellen auch eine beinahe verwunschene Schönheit inne. Jetzt um diese Jahreszeit war das ganze Land außerdem noch von großen Flicken, Teppichen, zartvioletten Erika-Kraus bedeckt und wilde Strandrastern, Herbstflieder und die nur hier im moorigen Hochland vorkommende gelbe Quarkbutterblume bildeten einen malerischen Kontrast zum ewigen Grün. Die Straße führte nun wieder abwärts. Kein Mensch war zu sehen, kein Karren kam ihnen entgegen. Wäre es auch ein allzu kühnes Unterfangen gewesen, bei hereinbrechender Dunkelheit erst den weiten Weg in die Stadt anzutreten. Die Freunde versuchten, so gut es eben ging, jedes Geräusch zu vermeiden, als sie zwischen einer enormen Felsformation hindurchschritten. Links und rechts türmte sich das Gestein auf, und je weiter sie kamen, desto lauter konnten sie schließlich das Rauschen der Brandung vernehmen. Der Lichtschein war inzwischen stärker geworden, auch konnten sie jetzt erkennen, dass er an- und wieder abschwoll. Für kurze Zeit die ganze Gegend in ein geheimnisvolles Zwielicht tauchte, um dann wieder schwächer zu werden, bis alles um sie herum im Dunkeln lag. Simon hatte den seltsamen Eindruck, als wäre dieses Aufleuchten etwas wie der Herzschlag eines ungeheuren Lebewesens. Auch glaubte der Junge, ein unterschwelliges Dröhnen wahrzunehmen, das mit jedem Meter, den sie vorwärts kamen, lauter zu werden schien. Bevor sie die Enge des Felsentores erreicht hatten, sträubten sich die Pferde dagegen weiterzugehen. Simon stieg ab, hielt das Tier am Zügel und blickte ihm in die braunen Augen. Panik lag in dem Blick des Pferdes. Es war, als wüsste das Tier, dass mit dem Durchschreiten des Tores eine Schwelle übertreten würde, die kein lebendes Wesen überschreiten durfte. Der Junge streichelte den Kopf des Tieres und murmelte leise Worte in seine Ohren. Doch schienen seine Kräfte in dieser Situation alle Wirkung verloren zu haben und so gab er schließlich auf. Die Pferde der anderen weigerten sich ebenso weiterzulaufen und so blieb den Gefährten nichts anderes übrig, als den Rest des Weges zu Fuß zu gehen. Sie ließen die Tiere am Rand des Weges zurück, hier war das Gras frisch und nahrhaft. Und diese Tatsache schien die Pferde schnell wieder zu beruhigen, als sie gemerkt hatten, dass man sie nicht zwang, durch die steinerne Enge zu gehen. Weiter abwärts führte nun der Weg schnurgerade durch die Granitformation hindurch. Zu beiden Seiten stieg der Fels 20 Meter in die Höhe und Simon hatte ein ähnlich mulmiges Gefühl in seinem Herzen wie damals, als er das erste Mal durch die Straßen Hallgards gelaufen war. Wie gut konnte er sich in diesem Augenblick erinnern. Elvira hatte seine Hand ganz fest gedrückt, als der Junge nicht mehr hatte weitergehen wollen und voller Angst die Hausfassaden der großen Stadt angestarrt hatte, als seines Riesen, die den Jungen zertreten wollten. Ach, Elvira, wie musste ihr es wohl in den letzten Wochen ergangen sein? Würde sie glauben, er sei tot, beim Einsturz des Hauses umgekommen? Hätte sie ihn vielleicht schon in ihrem Herzen vergessen? Er verdrängte diese Gedanken schnell aus seinem Kopf und ging den anderen hinterher, die schon einige Meter vorausgegangen waren.
Nur die Bäre war immer an seiner Seite geblieben, drehte sich immer wieder nach ihm um, sah ihn an und etwas strömte aus der Seele des Tieres in den Jungen und breitete sich in ihm aus wie eine wärmende, tröstende Flut. Der Weg durch den Fels schien kein Ende nehmen zu wollen. Simon glaubte schon eine halbe Stunde lang gelaufen zu sein. So endlos weit entfernt schien noch der pulsierende Schein, auf den sie zugingen. Minzbender und Wondpatsche gingen vorneweg, immer wieder aufmerksam nach oben blickend. Dieser Weg würde auch eine wunderbare Falle darstellen, wenn jemand von ihrem Ankommen rechnen würde. Der Vampir wunderte sich sehr über die fehlenden Sicherheitsmaßnahmen. Doch Solentius schien nicht damit gerechnet zu haben, dass jemand hierher finden würde. Wirklich standen einige Wachen hinter Gesträuch verborgen an der Stelle, wo die Straße nach Norden abbog. Weil die Freunde aber durch die Wildnis geritten waren, hatten sie davon natürlich nichts mitbekommen. Auch hatte der Zauberer dafür gesorgt, dass dieser Teil des Weges nicht mehr als Straße zu erkennen war. Radspuren waren jedes Mal gründlich verwischt worden und eine Hecke in rollbaren Blumenkübeln war jedes Mal vor- und zurückgeschoben worden, wenn die Zauberer durchgekommen waren. Vom Nattisch war schon eine ganze Weile nichts zu sehen und zu hören gewesen. Doch machte sich der Junge keine großen Gedanken über den Verbleib des Vogels. Der kleine Schlauberger würde sich schon zu helfen wissen. Das Dröhnen, das von dem Licht auszugehen schien, war immer lauter geworden und übertönte das Rauschen der Brandung und beinahe völlig. Dann nahm der Junge noch ein anderes Geräusch wahr. Er blickte nach oben und erstarrte. Veronika reagierte so schnell, dass er kaum aus den Augenwinkeln heraus eine Bewegung ausmachen konnte. Die Bären stürzte auf seinen zu und rammte den Jungen aus dem Weg, der an die Felswand geschleudert wurde, an der er sich böse den Kopf stieß. Doch war die Beule, die kurz darauf aus seiner Stirn entstand, nichts gegen die Verletzung, die ihm der Felsblock zugefügt hätte, der jetzt direkt neben dem Jungen und Veronika auf den Boden prallte und in etliche Bruchstücke zersplitterte. Wieder blickte Simon nach oben, wo er gerade noch die Spitze eines Soldatenhelms verschwinden war. Weg hier, rief Simon, kletterte über die Trümmer hinweg, die den Weg abschnitten. Dort oben, schrie er den verdutzten Gesichtern von Kameraden Münzbänder entgegen und deutete himmelwärts. Dann begannen alle vier auf das Ende des Hohlwegs zuzurennen. Es hakte plötzlich Steine, doch wurde wie durch ein Wunder niemand verletzt. Doch kaum, dass sie die Enge hinter sich gebracht hatten und vor sich das Meer riechen konnten, kamen ihnen schon Weidrecht mit 10 seiner Männer mit gezogenen Schwertern entgegen. Einige hielten schon ihre Gewehre schussbereit in Händen. Den ersten, der die Freunde erreichte, fegte die Bären beiseite. Nicht mehr viel blieb von dem Mann übrig, als die Tatzen des Tieres sein Brustbein spalteten. Simon Savontracek stürzte, nachdem ein Schuss ertönt war, der in dem Dröhnen nur als ein leises Knacken zu hören war. An Minzbänders Stelle war der Wolf getreten, der gerade auf 2 Soldaten losging, die mit ihren Schwertern nach der Bestie hieben, jedoch keinen Treffer landen konnten, so schnell und wendig bewegte sich der Werwolf. Die Kehle des Ersten hatte sich rot gefärbt, er griff sich an den Hals und ging dann auf die Knie, wo er sein Leben aushauchte. Der andere floh in Richtung Wasser, das unheimliche Leuchten, das über der See hing, schien ihm weniger Angst zu bereiten als das mythische Wesen, das gerade seinen Freund gemeuchelt hatte. Simon konnte ein kleines, kugelförmiges Etwas ausmachen, das immer wieder auf einen der Angreifer herabgeschossen kam und in den Gesichtern der Soldaten einigen Schaden anrichtete. Mehrere bluteten aus Stirn, Nase und Wangen und waren unfähig, sich der Luftangriffe zu erwehren. Der tapfere kleine Löwennattisch tat nun seinem Namen alle Ehre und entpuppte sich auf einmal als ein äußerst gefährlicher Gegner. Weidrecht kam direkt auf Simon zu, in seinen Augen lag ein purpurnes Leuchten, das nicht von dieser Welt stammen konnte. Der Junge hatte den Eindruck, als ob nicht mehr nur blanker Hass den Hauptmann antrieb, sondern eine Art teuflischer, kalter Wahnsinn lag in seinem Blick. »Hab ich dich endlich erwischt!« rief Weidrecht aus, und selbst seine Stimme schien sich seltsam verändert zu haben. Die Laute brachen aus ihm heraus wie das Splittern trockenen Holzes. Er hob das Schwert weit über seinen Kopf, um den Jungen in der Mitte zu spalten, so schien es. Doch in diesem Moment wurde der Hauptmann im Rücken vom massiven Körper des Wolfs getroffen, sodass er ins Taumeln geriet und schließlich auf die Knie fiel. Schnell hatte er sich jedoch wieder aufgerafft und wand sich jetzt seinem neuen Angreifer zu, die Waffe, die er verloren hatte, wieder vom Boden aufklaubend. Die Verwandlung Minzbänders schien noch nicht vollkommen abgeschlossen zu sein. In der einen Hand hielt er immer noch das Schwert eines der gefallenen Soldaten. Doch entglitt ihm die Waffe nun, da sich sein rechter Arm jetzt auch in ein Tierbein umwandelte und anstelle der weißen Hand nun eine schwarze, haarige Pfote entstanden war. Klirrend fiel das Eisen auf den Stein.
Der Hieb, der dem Wolf galt, erreichte jedoch nicht sein Ziel, denn Minzwände, der nun ganz und gar Tier war, konnte blitzschnell ausweichen. Was dann aber Waldrecht die Zeit gab, die er benötigte, die einschüssige Pistole zu ziehen, die Koppelgurt seine Uniform steckte. Mit ausgestrecktem Arm peilte er den Wolf an, der nun neuerlich auf ihn zugesprungen kam. Der Schuss löste sich mit einem lauten Knall und Simon hatte den Eindruck, als bewegte sich die Kugel wie in Zeitlupe aus dem Rohr. Simon war dem pulsierenden Licht beim Zurückweichen vor dem Hauptmann immer näher gekommen. Er verspürte plötzlich einen eigenartigen Widerstand in seinem Rücken. Instinktiv wandte der Junge den Kopf und auf einmal wurde ihm bewusst, warum der Professor dieses Phänomen Gezeitensieb genannt hatte. Wirklich sah es aus wie ein Sieb aus leuchtenden Stofffäden, die durch irgendeinen unfassbaren Zauber zwischen die Felswände gespannt waren, die diese kleine Meeresbucht begrenzten. Das Material, wenn man bei dieser zauberischen Substanz von Material überhaupt sprechen konnte, gab leicht nach und Simon hatte ein sonderbares Gefühl, als sein Rücken damit in Berührung kam. Er fühlte sich wie eine Fliege, die in ein klebriges Spinnennetz geraten war, aus dem sie sich nicht mehr würde befreien können. Der Junge fühlte einen Sog, etwas Unaussprechliches schien ihn zu sich zu rufen. Immer noch schien die Zeit nicht mehr wie gewohnt zu funktionieren. Als hätte jemand sämtliche Uhren auf dem großen Pfannkuchen angehalten. Oder erzielte zumindest eine starke Hand den Sekundenzeiger der Weltuhr fest, der sich diesem gewaltsamen Eingriff in die natürlichen Abläufe der Dinge nicht erwehren konnte. Der Schuss Waldrechts hatte Minzbender nicht stoppen können. Zwar musste der Wolf getroffen sein, doch hatte ihn auch dieser Umstand nicht aufhalten können. Minzbender, der Wolf, hatte sich in den Schwertarm von Waldrecht verbissen und beide wälzten sich über den Boden. Simon nahm dies alles jedoch nur noch wie durch dichten Nebel wahr. Weiter vorne sah er, wie die Bären zwei der Angreifer auf einmal gegen die Felswände klatschte, sodass kein Knochen ihrer Körper heil geblieben sein konnte. Dem Jungen fiel auf, dass er außer dem Dröhnen in seinen Ohren kein anderes Geräusch mehr wahrnehmen konnte. Nur dies und das Rauschen der Brandung, die sich an den Felsen brach. Noch weiter weg glaubte er, Wondracek zu erkennen, der gerade dabei war, dem letzten der Soldaten, der noch auf seinen Beinen stand, einen Schwerthieb zu erteilen. Auch dieser Mann fiel dann. Und der Vampir wollte sich mit dem Wolf regenden Weibrecht zuwenden, dann fiel sein Blick auf seinen. Der Junge konnte den Schrecken erkennen, der seinen Anblick in Wondracek auslöste. Wirklich sah es für diesen so aus, als löste sich der Junge geradewegs die Luft auf. Der Vampir sprintete auf seinen zu. Der wollte den Arm nach dem Freund ausstrecken, konnte diesen aber schon gar nicht mehr bewegen. Als er nach unten blickte, konnte er fast nichts mehr von seinem eigenen Körper erkennen. Irgendetwas hatte ihn nahezu gänzlich eingehüllt. Und weiterhin zog ihn das Sieb nach hinten. Er tat keinen Schritt, doch schien seine Füße dennoch rückwärts zu gleiten, bis er endgültig nichts mehr zu sehen vermochte. Alles war verschwunden. Gerade noch hatte er die schreckgeweiteten Pupillen Wondraceks vor sich gehabt, nun war er blind. Umhüllt von etwas, das sich anfühlte wie seidige Zuckerwatte, die begonnen hatte, in all seine Sinnesorgane einzudringen und ihn zu betäuben. Auch sein Denken schien verlangsamt, alle Kraft des Willens schien den Jungen verlassen zu haben. »Warte, Simon, komm zurück!« hörte er dann wie aus weiter Ferne die kratzige Stimme des Nattichs. Er glaubte, den Vogel auf sich zuschießen zu sehen, dann ein letztes Aufblitzen seines Bewusstseins und ein Geräusch wie das Dröhnen eines riesigen Metalltores, das sich für alle Zeiten schloss. So, wo jetzt sind jetzt die Fragen, die ich beantworten soll? Ja. Claudia, Sie haben das Wort. Das ist schön, wenn man hier mit Namen redet. Das ist super. Da waren wir keine Schildchen in der Schule. Wann spielen denn dann? Wann? Ja, das spielt ja in einer anderen Welt. Ja. Aber die Zeitrichtung ist ähnlich. 1773, glaube ich. Ja, das stand, also kam ja vor. Ja, 1777 kam vor. Nee, 1873. Du hast alle drei von der Trilogie schon geschrieben. Ja, ich habe den dritten Band, bin ich ein Drittel. Habe ich erst geschrieben. Den zweiten habe ich schon geschrieben. Wie lange hast du denn nachgedacht zu schreiben? Gar nicht, ich schreibe einfach.
Das hat nichts mit Denken zu tun. Aber mir nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie es andere Leute machen, aber bei mir hat es nichts mit Denken zu tun. Wann hast du denn angefangen? Ja, vielleicht vor 3 Jahren. Aber ich habe dann einfach aufgehört, weil wir dann nicht mehr durch. Das ist nie was im Kopf. Du musst nur schreiben. Ja. Das ist nie was im Kopf. Ich habe auch das Buch angefangen in der Mitte. Das Buch fängt bei mir überhaupt nicht. Ich habe einfach den Kerl genommen, den armen Sein, und habe ihn einfach im Wald ausgesetzt. Und dann habe ich mal gesehen, was jetzt passiert. Und dann musste ich mir allerdings noch überlegen, wie der jetzt eigentlich da hingekommen ist. War eigentlich auch nur eine Idee. Also, das ist bereit, einige Schwierigkeiten, wenn man in der Mitte einfällt, kann ich mal sagen. Also ich rate davon ab. Das hört sich aber gut an. Douglas Adams hat ja mal gesagt, was er einem Schriftsteller raten würde, und da hat er gesagt, ich würde es nicht so machen, wie ich im ersten Kapitel schon die Welt untergehen lassen, was sie bereitet einem ganz schöne Schwierigkeiten hinterher. Dann dürft ihr jetzt ungezwungen sein. Hot sun, a hot sun, it's
Thank you.
sein, dass ich den Tisch drücke, soll man wegtun? Ganz puristisch. Ja, weil die kommen ja kontinuierlich.
nicht vor. Also jetzt das Mikrofon rein, das darf nicht alles. Ehrlich? Sieht aber gut aus. Sieht mit Mikrofon sieht es viel besser aus. Ja, bitte, wenn ihr zu den Personen, ja? Zu den Geschichten, ja, weiß zu den Personen, hört es ja nicht. Zu einer Original, das höre ich Person, im Prinzip. Ja. Und erstens, damit ich mir den Namen nicht doppelt nehme, die Person, habe ich so eine Personenliste. Plus Spitznamen und so weiter, aber das ist so gar nicht ohne, also so ja. Komplett ohne. Durch Anfang der Reise, ja. Teuer? Was darf ich dir bitten? Was darf ich dir bitten? Was? Von dir, den damaligen Herrn.
Frage. Ich bin in einem Regal, wo die Flaschen drinstehen. Ach so. Das fand ich hier die ja, so. Das ist ganz ruhig stehen bleiben. Ja, genau. Ich bin ja hier nicht das Kamerakind. Ich hatte das mal bei einem Konzert aufgebaut von Yeah. Immer wenn Leute davor dunkelhaut sind, auch nur die Köpfe, da hat sich nicht mehr versucht zu fokussieren. So dauert scharf und scharf. Ja, das hat einen ganz anderen Charakter.
ich habe das auch die Autoren gelesen. Ja? Aber ich habe auch schon gehört, dass ich das auch nicht mehr engagiert worden war. Ich werde mir das nicht
Thank you.
Ich weiß nicht, was du jetzt nicht besser, sondern ich bin schon ein bisschen.
Ah!